So, nochmal hallo zusammen, herzlich willkommen im Borussia-Park zur Pressekonferenz mit unserem Neuzugang Matthias Ginter. Ich begrüße dazu auch Max Eberl und Dieter Hecking und entschuldige mich zunächst mal für die kleine zeitliche Verzögerung. Wir haben ein bisschen eng geplant und das hat dann heute Morgen doch etwas länger gedauert, als wir gedacht haben. Aber alles gut, wir können loslegen. Max, es ist schon ein bisschen was geschrieben worden über diesen Transfer in den letzten Tagen, unter anderem, dass es der dritte Anlauf war, dass du schon 2014 versucht hast, Matthias aus Freiburg hier hinzuholen, dann letztes Jahr nochmal, dass am Dortmunder Veto gescheitert ist. Jetzt hat geklappt, was du dir da schon lange vorgenommen hast, offensichtlich. Warum bist du da so hartnäckig geblieben? Ja, weil es sich einfach lohnt, weil wir einen großartigen Spieler für Borussia Mönchengladbach gewonnen haben. Den hätten wir, wie gesagt, Cheyenne vor 3 Jahren für Borussia Mönchengladbach gewonnen. Er hat sich damals für Borussia Dortmund entschieden oder es ist mit Borussia Dortmund zustande gekommen. Aber Matze war eben vor 3 Jahren für uns schon ein Spieler, der perfekt zu Borussia Mönchengladbach gepasst hätte. Wie du es gesagt hast, wir haben lange gekämpft, wir haben es lange versucht. Damals waren wir noch nicht in der Lage, das auch umzusetzen. Jetzt, 3 Jahre später, hat es Gott sei Dank geklappt. Ich habe aber auch mit harten Bandagen gekämpft und habe mit Drohungen gearbeitet, dass es dann auch endlich funktioniert. Also er konnte gar nicht mehr anders aus dem Würgegriff heraus. Und ich hoffe aber, dass er auch freiwillig am langen Ende sich für Borussia Mönchengladbach entschieden hat. Wir sind sehr, sehr froh, weil wir wirklich ein Top-Talent aus dem deutschen Fußball für uns gewonnen haben, der mit 23 Jahren, und das habe ich mir heute Nacht, als ich so aufgewacht bin, gesagt, verdammt nochmal, jetzt kommt wirklich Matthias Ginter nach Mönchengladbach, der Weltmeister geworden ist, der Confed Cup-Sieger geworden ist, der Champions League gespielt hat, der letztes Jahr 42 Pflichtspiele bei Dortmund gemacht hat, entscheidet sich für Borussia Mönchengladbach. Und das ist eine große Entscheidung, worüber wir sehr, sehr stolz sind. Und natürlich soll Matthias Ginter bei uns auch mit die wichtigste Rolle in der Mannschaft übernehmen. Er soll eine wichtige Korsettstange werden, der den jungen Spielern helfen soll. Wobei, wenn ich sagen darf, mit 23,5 Jahren auch Matthias Ginter noch nicht zum alten Eisen gehört. Aber diese Kombination von allem, von Erfahrung, von Jugendlich, von Potenzial, von Qualität des Fußballspielens, von Qualität des Verteidigens, von Erfahrung in seinen jungen Jahren, dieses Paket hat es einfach so spannend gemacht, dass wir wirklich 3 Jahre hartnäckig geblieben sind. Und am langen Ende habe ich auch gehört, dass Dieter mit Wolfsburg letztes Jahr auch noch gekämpft hat. Und jetzt haben wir zusammen gekämpft und scheinbar haben wir es zusammen dann geschafft, auch Matze zu überzeugen. Ja, bevor wir Matthias zu Wort kommen lassen, Dieter, dann schließe ich da an. 2016 wollte Wolfsburg ihn auch haben, da warst du Trainer. Warum warst auch du scharf auf ihn, damals und jetzt? Ich weiß nicht, was Max sich alles zurechtgelegt hat, das hätte ich genauso sagen können. Ja. Nein, es war so, dass wir im VfL Wolfsburg 2016 eben auch großes Interesse hatten, Matthias zu verpflichten, aber scheiterte eben auch an dem Veto von Borussia Dortmund. Und als wir jetzt in der Planung für die neue Saison waren, und es ist ja nicht so, dass das jetzt innerhalb oder in den letzten Tagen passiert ist, sondern so eine Planung macht man ja schon ein bisschen länger. Und dann haben wir uns über die Innenverteidigung unterhalten, weil wir eben absehen konnten, dass wir Andreas doch abverlieren würden nach Chelsea. Und dann war eigentlich Matthias sofort ganz, ganz oben auf unserer Liste. Und dann haben Max und ich, was er gerade ja auch angedeutet hat, da wir beide schon mal an verschiedenen Fronten um ihn gekämpft haben, kämpfen wir jetzt mal gemeinsam und dann ziehen wir das Ding auch durch. Und wie wir alle sehen, wir waren erfolgreich, wir konnten Matthias davon überzeugen, was ich auch als nicht selbstverständlich ansehe. Ne, denn was uns auch so ein bisschen überrascht hat, er hat die meisten Spiele letztes Jahr gemacht für Borussia Dortmund als Abwehrspieler. Ich glaube 46 Einsätze, kein anderer Defensivspieler bei Borussia Dortmund hatte so viele Einsätze. Ja, das ist so ein bisschen untergegangen, das zeigt eigentlich auch, wie wertvoll er schon im letzten Jahr noch für Borussia Dortmund war. Und deshalb haben wir eigentlich gedacht, hoffentlich kriegen wir das dann auch hin mit unserem Wunschkandidaten. Aber wie gesagt, wir waren sehr hartnäckig, wir haben ihm, denke ich, eine sehr, sehr gute Perspektive aufgezeigt. Und warum er sich letztendlich dann für uns entschieden hat, Markus, geben wir das Wort an Matthias. Genau, Matthias, jetzt musst du gleich erzählen, warum es diesmal geklappt hat. Aber vorab die Frage, wir haben ja gehört, ihr habt in St. Petersburg die Nacht zum Tag gemacht, wenig geschlafen, hast inzwischen ein bisschen Schlaf gekriegt? Ja, die letzte Nacht konnte ich wenigstens ein bisschen schlafen. Die Nacht da nach dem Finale direkt waren, ich weiß nicht, ich habe meiner Freundin gesagt, 1 Stunde, es kommt ungefähr hin, ja. Okay, dann erzähl uns bitte, warum hat das jetzt geklappt? Warum hast du dich entschieden, nach Gladbach zu kommen? Und vielleicht hast du dich ja auch schon ausgetauscht. In Russland gab es Zeit, mit Lars Stindl mal zu reden oder mit Marc Ter Stegen oder auch Armin Younes. Die konnten dir vielleicht alle ein bisschen was erzählen. Ja, wir haben auf jeden Fall über Gladbach gesprochen. Zuerst, wir hatten sehr, sehr gute Gespräche mit Max Eberl, dem ich mittlerweile per Du bin, nachdem ich den schon so lange kenne, und auch mit Dieter Hecking. Wir hatten super Gespräche. Mir wurde die Perspektive aufgezeigt.
mit dem Club, mit dem Verein, mit der Mannschaft, mit der jungen Mannschaft vor allen Dingen, in der wahnsinnig viel Potenzial steckt. Und ja, da als Führungsspieler, als Leistungsträger voranzugehen, war ja eine super Perspektive, das wohl dann auch der entscheidende Punkt war, der den Ausschlag gegeben hat. Und ja, auch so, die Stimmung hier, immer wenn ich hier in Gladbach gespielt habe, im Borussia-Park, war die Stimmung sensationell. Die Fans sind super, die Mannschaft, also eigentlich alles hat für Borussia mich in Gladbach gesprochen, und ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Okay, wunderbar. Danke schon mal an alle hier vorne, und dann jetzt bitte Ihre Fragen. Wir kommen mit den Mikros rum. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung, fängt an. Zunächst nochmal zu diesen letzten 40 Stunden, Matthias. Zwischen dem Abpfiff in St. Petersburg und dieser Pressekonferenz lagen wirklich nur 40 Stunden. Und auch wenn du schon angedeutet hast, wenig geschlafen zu haben, könntest du die Chronologie dieser 40 Stunden nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also wann und wo habt ihr gefeiert? Wann seid ihr dann zurückgeflogen? Wann waren hier die sportärztlichen Untersuchungen? Das war's schon. also der Abpfiff, habe ich erstmal einen Ball, glaube ich, auf die Tribüne gebolzt. Dann gab es den Pokalübergabe, haben gefeiert in St. Petersburg unter uns, weil die Sicherheitsvorkehrungen waren eben so, dass man es nicht dass wir unter uns bleiben mussten. Und dann sind wir gestern um 10 Uhr Ortszeit abgeflogen, 10 Uhr morgens. Deutsche Zeit dann 12 Uhr angekommen in Frankfurt, bis dann ja alles geklappt hat mit dem Gepäck und so weiter, sind wir um 1 circa nach Gladbach gleich gefahren, schon die ersten Wohnungen und Häuser angeschaut, und dann gab es den Termin beim Doc, beim Arzt um 17.30 Uhr. Da ging es dann schon los. Der zweite Teil war dann heute Morgen um 8:30. Ich habe das Gespräch mit dem Trainer gestern Abend beim Abendessen noch vergessen. Ist eingeschlafen, oder? Nee, nicht ganz. Und dann, genau, heute Morgen war dann der zweite Teil von der Untersuchung. Und dann sind wir hierher gekommen. Dann gab es die Unterschrift. Und jetzt bin ich hier. Nächste Frage bitte. Carsten Kellermann, Rheinische Post, hier vorne. Ja, hallo. Sie haben gerade schon gesagt, man kennt sich lange, so lange, dass man den Sportdirektor schon duzen darf. Wie ist das so, wenn ein Verein so hartnäckig an einem dranbleibt und auch der Trainer sich dann schon bemüht hat, auch für einen anderen Verein noch? Ist das dann so ein ganz wichtiger Faktor, auch heute noch im Profifußball zu sagen, ja, da gehe ich dann vielleicht auch nicht in die Champions League, da gehe ich dann zu dem Verein, der wirklich hinter mir her ist, auf Deutsch gesagt? Ja, absolut. Das war dann der ausschlaggebende Punkt. Dreimal war Gladbach dran, zum zweiten Mal jetzt Dieter Hecking. Dieses Vertrauen, der Rückhalt, das hat mich schon beeindruckt. Und das spricht auch für sich, glaube ich, dass die zwei haben ja auch Ahnung vom Fußball. Und wenn die dann so hartnäckig bleiben, dann ist es schon auch was Besonderes für mich. Und von dem her war das dann auch aus meinem Herzen raus eine Entscheidung für Borussia Mönchengladbach. Thomas Moers für Sky Sport News HD. Ja, Matthias, herzlich willkommen hier in Mönchengladbach. Aus Dortmund war heute von Michael Zorc zu hören, dass Sie mit dem Wunsch an den Verein herangetreten sind, wechseln zu dürfen. Gibt es da im Rückblick auch Gründe, warum Sie den Verein verlassen haben, oder überwiegen die Gründe, warum Sie jetzt hier sind, einfach alles andere? Ja, ich würde jetzt im Moment ungern über die Dortmunder Zeit sprechen. Ich freue mich einfach sehr, hier zu sein. Ansonsten geht es natürlich auch um die Perspektive, und das habe ich gerade schon gesagt, dass die Perspektive hier sehr, sehr gut ist. Ich habe auch eben auch mit Hinblick auf nächstes Jahr mit der Weltmeisterschaft auch mit dem Bundestrainer gesprochen. Der hat mir auch dazu geraten, mit verschiedenen Leuten aus meinem Umfeld, aus meinem engeren Umfeld gesprochen, und die waren alle begeistert. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein.
Carsten Kellermann, RP, nochmal. Wenn man sich dann mit Lars Stindl über Gladbach unterhält, was stellt man dann so für Fragen? Was interessiert Sie dann am allermeisten, mal abgesehen davon, dass die Stimmung und so weiter ja bekannt ist? Mit Lars Stindl habe ich sehr, sehr viel zu tun gehabt. Ich war auch schon auf der Hochzeit von Jonas Hofmann vor ein paar Wochen. Haben uns auch schon kennengelernt und ein paar andere Spieler aus Gladbach. Wir haben uns hauptsächlich über Immobilien unterhalten, in erster Linie. Die Immobilie, die es jetzt wird, ist auch schräg gegenüber von ihm. Also ist mein neuer Nachbar quasi. Ansonsten natürlich über den Verein, über die Fans, auch mit Marc-André Ter Stegen, der auch nur Positives über Gladbach erzählt hat, und auch Armin Younes, der jetzt nicht so viel gespielt hat hier, aber der auch nur Positives über den Verein erzählt hat. Und das war für mich dann auch wichtig, wenn selbst Spieler, die jetzt, sagen wir mal, nicht so sportlich erfolgreich hier waren, selbst dann noch über den Verein positiv sprechen, ist, glaube ich, eine hohe Auszeichnung. Achim Müller von Express. Frage an Max. Max, du hast jetzt einen deutschen Nationalspieler von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach transferiert. Die Dortmunder haben sich in der Vergangenheit gerne hier mal bedient, Reus, Dahoud. Was sagt das aus, wenn Gladbach einen Spieler von der Klasse von Dortmund holen kann? Dass man sich einigen konnte. Nein, es freut uns einfach, dass wir eben auch in der Lage sind, mit unserer Art und Weise als Verein eben Spieler zu überzeugen, weil am langen Ende, wenn Matze nicht gewollt hätte, dann hätten wir uns mit Dortmund auch nie einigen können. Aber wenn natürlich ein Spieler so begeistert ist von dem Verein und sich so für diesen Verein committet, dass man dann eben auch eine Chance hat, mit dem anderen Verein in diese Diskussion zu kommen, das ist das Wichtigste. Und wenn es dann zu einer Einigung kommen kann, dann haben alle Beteiligten eben auch das Ziel erreicht, was sie wollten. Und wir wollten einfach einen Top-Spieler für Andreas Christensen haben. Den haben wir bekommen. Wir haben einen deutschen Nationalspieler bekommen mit 23 Jahren. Das ist für Gladbach definitiv nicht selbstverständlich. Und ja, es ist für uns ein großer Schritt, aber eben auch für uns eben leistbar gewesen. Auch wenn es natürlich ein großer Transfer ist für Borussia Mönchengladbach, ist es trotzdem eine Geschichte, die für uns leistbar war, die wir uns auch wirklich hart erarbeitet haben in den letzten Jahren, weil mit den sportlichen Erfolgen, mit den Transfererlösen haben wir uns immer wieder auch ein Stück weit was zur Seite gelegt für diesen Moment, wo wir sagen, jetzt hat man eine Chance, wirklich einen Topspieler zu bekommen, und das ist uns in dem Fall gelungen. Uli Hartmann, Süddeutsche. Max, jetzt habt ihr schon zwei amtierende Weltmeister im Kader. Das ist ja ganz eindeutig der Beginn einer Sammlung. Das heißt, da folgt noch mehr, oder? Der Löw hat gesagt, Blockbildung ist nicht so schlecht. Also wir machen das miteinander, und dann bringen wir auch den Chris und den Matze zur WM nach Russland. Thomas Mörs für Sky Sport News AD. Matthias, wir haben alle, glaube ich, begeistert den Confed Cup verfolgt, der anfangs so ein bisschen weniger Beachtung fand, am Ende mit dem Sieg richtig berauscht war. Wie viel Selbstvertrauen nehmen Sie jetzt eigentlich mit aus diesem Turnier, was ja eigentlich die Saison verlängert hat? Aber ich glaube eigentlich so innerlich muss die Brust doch doppelt so breit sein wie vorher, oder? Ja, doppelt jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall gewachsen. Also in der Vorrunde war es zum Teil was anderes, was man jetzt zum Beispiel erwartet hätte. Also es waren halbleere Stadien, die Stimmung war jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, das ist ein großes internationales Turnier. Aber ich glaube, dann spätestens mit dem Halbfinale, mit dem Finale, haben wir alle, wollten wir unbedingt den Pokal holen, und wir haben ja auch nicht gegen irgendwen gespielt. Ich glaube, gerade Chile ist auf jeden Fall auch einer der Favoriten nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Und natürlich gibt es für uns alle Selbstvertrauen, gerade für die jungen Spieler war es wahnsinnig wichtig, für mich natürlich auch, die Erfahrung zu machen, zu spielen, Länderspiele zu machen, ist auf keinen Fall was Alltägliches, und auf jeden Fall hat es jetzt geholfen, auch gerade vor dem Urlaub nochmal mit einem Titel dann zu einem neuen Verein zu kommen. Also es gibt Schlimmeres, glaube ich. Carsten Kellermann für die RP. Wir kommen ja dann. Zunächst wird wahrscheinlich jetzt nur Urlaub anstehen, das heißt, kommen dann relativ vergleichsweise spät in die Vorbereitung. Ist das ein Problem, weil die Kollegen noch nicht so bekannt sind, oder wie kann man sich dann relativ schnell reinarbeiten? Ja, also ein paar kenne ich ja schon, die angesprochenen, aber ansonsten glaube ich, dass es kein Problem sein sollte.
ich bin ja jetzt keiner, der sich irgendwie verschließt, sondern ich versuche da auch, wie ich vorher schon gesagt habe, gleich als Führungsspieler aufzutreten, auf die Leute, auf die Mannschaft auch zuzugehen. Und ja, ansonsten bin ich es eigentlich gewohnt. Ich habe die letzten 5 Jahre keinen richtigen Urlaub gehabt, weil immer irgendein Turnier anstand. Und von dem her sollte das eigentlich kein Problem sein. Dirk Krümpelmann, Bild. Sie haben gerade die ganze Zeit von den guten Perspektiven gesprochen. Gegenwart heißt ja kein europäischer Fußball. Ist Ihnen das nicht unheimlich schwer gefallen, freiwillig auf Champions League zu verzichten? Ja, was heißt schwer gefallen? Ich glaube, jeder Sportler will europäisch spielen. Dieses Jahr, ich glaube, generell ist die Bundesliga sehr ausgeglichen. Dieses Jahr war es so, dass Vereine wie Berlin oder Köln eben sicher in der Euroleague zum Beispiel dabei sind. Leipzig kam dazu, Hoffenheim. Also natürlich ist mein Ziel auch in Zukunft wieder europäisch zu spielen. Und hier ist absolut alles gegeben, um in Zukunft europäisch zu spielen. Und deshalb ja, ist es zwar auf der einen Seite schwer, ein Jahr jetzt mal nur Bundesliga und DFB-Pokal, aber ich werde auf jeden Fall alles dran setzen, mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen. Uli Hartmann, Süddeutsche. Herr Hecking, wenn man sich jetzt Ihren Kader anschaut und die Spieler, die alle schon mal mit der Position Innenverteidiger in Verbindung gebracht worden sind, dann kommt man auf Ginter, Vestergaard, Doucouré, Kolosiercak und Oxford. Ist das ein Überangebot? Werden da Spieler umfunktioniert? Wird davon noch jemand abgegeben? Wie sieht es da aus auf der Position? Nein, ich denke, ein Überangebot ist es nicht, weil wir gerade auch bei Mamadou Doucouré nach einem Jahr Verletzungspause erstmal gucken müssen, wie schnell er wieder an sein Leistungsniveau herangeführt wird. Das sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Ja, und ich bin immer froh über viel Auswahl. Ja, dann ist auch eine Konkurrenzsituation da. Reece Oxford ist ein junger Spieler, der sich jetzt in den ersten 3 Tagen sehr, sehr gut präsentiert hat schon. Zeigt mir, dass wir auch da junge Spieler haben bei uns im Kader, die sofort Druck aufbauen wollen. Ja, und auch Kolo haben wir ja auch gesagt, dass es ein Spieler ist, der in der Rückrunde noch nicht so funktioniert hat, wie wir uns das alle erhofft haben, wie er sich selber erhofft hat. Ja, und muss man einfach abwarten. Aber es ist natürlich schon so, auch das nochmal klar zu verdeutlichen, dass Matthias vielleicht gerade deshalb auch nach Gladbach gekommen ist, um für sich persönlich diesen nächsten Schritt machen zu können, noch mehr in eine Führungsaufgabe reinzurutschen, wo er vielleicht in Dortmund noch nicht so gefragt war. Hier ist er darin gefragt. Das geht auch nicht jetzt dadurch, dass wir sagen, du wirst jetzt Führungsspieler, das muss er sich auch ein Stück weit erarbeiten. Aber dabei werden wir ihm behilflich sein, dass er diesen Schritt vollziehen kann. Und deshalb nochmal, wir haben nicht so viele Innenverteidiger. Ich bin froh über jeden guten Innenverteidiger, den wir zur Verfügung haben. Achim Müller, Express. Max, du würdest uns keine Zahlen verraten. Ich versuch's mal so. Ist der Matthias Ginter sozusagen das teuerste Pferdchen jetzt bei euch im Stall? Teurer als Christoph Kramer? Fohlen. Nicht Pferd. Fohlen. Na gut, das Matthias Ginter, nochmal, ich habe ja gerade die kurzfristig die Vita aufgezählt, so einen Spieler kriegst du nicht einfach mal so. Aber wenn ich heute den Transfermarkt sehe, wenn ich die Verrücktheit sehe, die um uns herum alle ist, wenn ich sehe, dass Matthias gegen Chile spielt und neben ihm spielt Mustavic mit 41 Millionen und Rüdiger geht für 35 Millionen wohin und Süle wechselt für 25 Millionen Euro, dann darf ich sagen, dass Matthias wirklich ein für uns teurer, aber auf dem ganzen Transfermarkt normaler Transfer ist. Keine Fragen mehr, doch. Carsten Kellermann. Sowohl an Matthias Ginter als auch an Dieter Hecking. Sie haben eben gesagt, direkt als Führungsspieler auftreten. Wie macht man das? Weil man muss ja in der Mannschaft auch mal so ankommen. Kann man ja nicht mit ganz großer Klappe machen. Wie kann man direkt als Führungsspieler auftreten, wenn man neu in einer Mannschaft ist? Na, zuallererst mit Leistung, würde ich sagen. Ansonsten natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, auf die Leute, auf die Mannschaft zuzugehen, ja, sich schnell integrieren und dann ja, auf dem Platz liegt ja bekanntlich die Wahrheit und da vorangehen, auch in schwierigen Situationen vorangehen und auf dem Platz Leistung bringen, gerade das junge Team auch mitziehen, mitreißen und dann unsere Erfolge erreichen. Also ich glaube, natürlich ist allein von der Position her, Innenverteidiger haben immer eine gewisse Verantwortung für die Stabilität einer Mannschaft. Ja, wir haben im letzten Jahr gesehen, dass wir, als wir mit Yannick und mit Andreas gespielt haben, wie stabil wir in der Rückrunde dort waren. Allein daraus ergibt sich schon ein Führungsanspruch für Matthias.
Ja, und nichtsdestotrotz hat er natürlich auch das große Glück, dass wir hier wirklich auch Spieler haben, die auch Führungsqualitäten entwickelt haben im letzten halben Jahr, von denen er sich auch noch was abschauen kann. Ich sage nochmal, du kommst jetzt zu einem neuen Verein, du sollst die Führung mit übernehmen, aber das tut sich natürlich auch wahnsinnig leicht, wenn das Umfeld die in der Mannschaft auch Spieler sind, die diese Rolle schon ausfüllen können, weil daran kannst du mitwachsen, da kannst du dir was abschauen, ja, und dann kannst du deine eigenen Ideen, wie du die Rolle interpretierst, mit einbringen. Und da kriegt er natürlich auch die Unterstützung von meiner Seite, vom Trainerstab, vom Max. Und das, was er richtig sagt, letztendlich geht es auch viel über Leistung. Das ist nun mal so im Profifußball. Und im Moment, wo er die Leistung bringt, ist die Akzeptanz sofort da, die aber auch so aufgrund seiner Vita sicherlich schon gegeben ist. Achim Müller? Ist mit dem Ginter-Transfer jetzt die Planung mehr oder weniger abgeschlossen oder wirst du zum Beispiel noch was für vorne machen? André Hahn ist ja gegangen, wollt ihr da vielleicht noch was nachlegen? Das ist genau die Schnelllebigkeit, die man heute hat. Man stellt gerade einen neuen Transfer vor und sofort muss man wieder weiterdenken. Unsere Kaderplanung läuft noch, die Transferperiode ist noch offen und wir haben jetzt Transfers getätigt, die wir uns vorgestellt haben, die unsere Pläne beinhaltet haben. Und jetzt gibt es natürlich auch noch einen Kader, der da ist, wo man eben auch den einen oder anderen Spieler, wenn es da noch Angebote gibt, auch überlegen muss, abzugeben vielleicht. Gibt es einen Spieler wie Zivil Mdenge vielleicht, wo eine Leihe denkbar ist. Also es gibt noch den einen oder anderen Spieler, wo man auch schauen muss, dass der Kader nicht zu groß wird, weil wir eben in Anführungsstrichen nur Bundesliga und DFB-Pokal haben, zwei wichtige Wettbewerber, eben aber keine Dreifachbelastung. Und in dem Planungsfeld sind wir gerade und da wird man sehen, was dann tatsächlich noch passiert. Transfermärkte, gerade wenn ich jetzt ins Ausland denke, England, Italien, Spanien, fangen erst so richtig an und dann schaut man eben, was noch passieren kann. Und da haben wir wie alle Jahre auch die Augen offen, aber wichtig erstmal, dass wir vor der Welle sind, dass wir die Transfers geschafft haben, die wir uns vorgestellt haben für die neue Saison. Thomas Mörs, Sky nochmal. Vielleicht alternativ die ähnliche Frage an Dieter Hecking. Wen wünschen Sie sich denn noch, auf welchen Positionen möglicherweise als Verstärkung, ohne jetzt konkret Namen nennen zu können, aber wo sehen Sie noch Potenzial? Also nochmal, ich glaube, wir sitzen hier, weil wir Matthias vorstellen und ich bin nicht heute hier, um irgendwelche Wünsche zu äußern. Max kennt meine Empfindung, Max weiß, wie ich den Kader sehe. Und wir beiden arbeiten daran, dass wir das, was wir versucht haben umzusetzen, ist gelungen. Das, was jetzt noch dazukommen wird oder könnte oder vielleicht gar nicht kommt, ist Beiwerk. Ja, das ist dann wirklich die Kür. Ja, aber das ist nicht Pflicht. Ja, weil ich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr gut aufgestellt sind für die neue Saison schon. Ja, und alles andere, was ich eventuell noch tun könnte. 2 Monate ist noch Transferzeit. Spätestens um 15 Uhr gibt es die neuesten Gerüchte bei Sky Sport News AD. Und da wollen wir nicht dabei sein.